Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Und wir sind noch immer dabei. Oh. Die haben wohl schlecht gegessen oder sowas. Mr. Ferris zu eliminieren. Und dazu müssen wir weiter in seine Anlage gehen. Rupert Ferris Iron Walk. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Yes, Sir. Ja. Damals. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Damals gab es noch keine Krankenkassen oder ähnliches. Können wir hier hoch? Ja. Meter. Gut, gut. Na? Was hast du denn so Schönes dabei? Oh, du hast kein Wurfmesser für mich. Der ist genau auf der anderen Seite. Und hier komme ich nicht weiter. Mist. Bedeutet, ich kann hier oben drüber laufen. Na? Nee, 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 nee. Ich will unten bleiben. Nehmen den oberen Eingang. Würde ich mal sagen. Mitzuteilen, dass ich eine Eisenerzquelle erschließen konnte, die uns für die kommenden Jahre einen stetigen Profit garantieren und genug Rohmaterial zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritterschlag. Nein, schreiben Sie es nicht. Ha! Zack! Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Okay. Oh. Look what you've reduced me to. Please don't kill me. Ich finde das irgendwie komisch, dass die immer wieder Stimmen Englisch und in Englisch und in Deutsch synchronisiert haben. Das fand ich in Witcher besser gelöst. Das hier ist komplett in Deutsch. Naja, mal gucken. Oh, was rennt ihr denn davon? Du bist ein Nichts gegen
mich! Leg deine Innereien auf den Boden! Ah! Oh, was ist jetzt los? Das sieht nicht gut aus. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Die geben ganzen Zug auf, um mich zu töten. Das kann doch nicht wirklich deren Ernst sein. Kann auch wirklich nicht deren Ernst sein, dass die so viele Ressourcen verschwenden, nur um so einen. Tja. Jacob? Da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Oder? Hallo? Ganz. Vorsichtig. Ne, hier macht er nichts. Gegen das Feuer macht er nichts. Aber gegen den Rauch auf der einen Seite. Okay. Oh. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Novizengürtel. Man kann scheinbar wieder schöne Gürtel und so weiter alles antragen. Das ist sehr schön. Und jetzt spielen wir Ivy. Derek Crodon. Crodon? Der Hof. Quartier der Wache. Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling. Kann ich nicht einfach ein Wurfmesser nehmen? Wer ist da? Attentat. Es ist Zeit für die Ablenkung. Unterwegs, Sir David. Die hat hier nichts zu suchen. Ich schlitz dich auf. Aber was hätte denn da für einen geilen Stab? Hopp. Hallo, Jungs. Ah!
Was hat die da für einen coolen Stab? Mal wieder runter, denn da ist was drinne. Wer ist die? Okay. Na? Und mit uns? Weiter. Weiter. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Ha. Die haben sich wohl lieb. Abkoppeln. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Ja. Wie der ICE, der, war das der ICE? Ich meine, das war der ICE, der mal eine Weile im ganzen Waggon verloren hat. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Gut, gut. Die sind alle weg. Du bist weg. Hier kommen wir ganz schnell vorbei. Oder auch nicht. Wir sehen uns nicht. Und hier können wir synchronisieren. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule, denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Seien Sie ein Assassine. Assassine sind stärker, wenn sie gefährliche Gebiete aus einer erhöhten Position infiltrieren. Adlerauge, ja, versteckte nützliche Objekte sind weiß hervorgerufen. Okay. Ich muss nach da hinten. Das ist der Todessprung. Die Vorräte aus dem Zug nicht bergen, kürzt uns Mr. Starrick den Lohn. Sie werden sie schon holen. Wart's ab. Wer treibt da sein Unwesen? Hab sie! Ach, Scheiße! Ne, ich wollte sie eigentlich tragen und hiermit verstecken. Na?
Hallo? Hoch mit dir. So. Ach, den hat's nicht erwischt. Attentat! Hab sie! Haha, der hat den Skorpion gemacht. Hängende Fässer. Die habe ich benutzt. Ich nehme mal unten den Eingang. Ich glaube, das... Hallo? Klüger. Hast du vielleicht noch Messer für mich? Ah, wunderschön. Bin fast da. Nehmen wir den hier. Ah, der Ring zeigt mir an, dass die über mir sind. Ach, wie cool. Die Lok muss ich erreichen. Wo ist nur Bruce das Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Nun, also ehrlich, mein Lord, darf ein Mann nicht an den Gleisen spazieren? Wie konntest du in das Labor einbrechen? Der Eingang ist versteckt. Ein geheimes Laboratorium? Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Was genau wünschen Sie denn von mir zu erfahren, my Lord? Ich bin ganz Ohr. Dein Ohr kommt als nächstes dran, wenn du nicht antwortest. Wer schickt dich? Green. Weder Green noch Black. Noch Brown. Henry Green. Wie komme ich denn nach ganz da oben? Da. Aber ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Und bis dahin würde ich sagen, hau rein.